Die Herbstrallye verläuft zugegebenerweise ein wenig holprig, dennoch konnte der deutsche Leitindex seit Ende September bislang um rund 5% zulegen. Ja, in dieser Woche stehen einige wichtige Konjunkturdaten wie beispielsweise der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag an, aber auch einige DAX-Konzerne werden ihre Quartalsberichte vorlegen. Der DAX befindet sich in einer kurzfristigen Erholung, eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye. Wenn es dem DAX gelingt, das jüngste Hoch bei 12.935 zu überwinden, könnte es dann in Richtung der 13.000-Punkte-Marke gehen.